Moin! Heute möchte ich mich meinen Lesezielen und Vorsätzen für das Jahr 2021 widmen. Ja, ich habe ja im letzten Video über das Jahr 2020 gesprochen und habe geguckt, was ich gelesen habe, wie ich meine Challenges ja umgesetzt habe, womit ich zufrieden bin, was die Highlights waren. Und daraus habe ich so ein bisschen meine Schlüsse gezogen und überlegt, was möchte ich denn für 2021 erreichen? Und bevor ich jetzt so ins Detail gehe, möchte ich einmal sagen, dass das natürlich alles nur Richtlinien sind, dass das größte Ziel natürlich ist, bei meinen Hobbys, dem Lesen und hier bei BookTube immer Freude zu haben. Und wenn diese Challenges nicht funktionieren, dann bricht für mich keine Welt zusammen. Dennoch motiviert einen das und ich finde, wenn auch man sich jedes Jahr oder beziehungsweise in jedem Moment des Jahres, auch mitten im Jahr, Vorsätze nehmen könnte, finde ich das immer schön, wenn man ein Jahr abschließt und sozusagen das hinter sich lässt und dann einen Neustart hat und somit dann einfach motivierter rangeht. Deswegen finde ich Vorsätze an sich nicht schlecht, wenn man sich die auf jeden Fall ernsthaft vornimmt. Und so ist es bei mir auch. Ich will Freude dabei haben, aber ich nehme die Vorsätze auch irgendwie ernst und habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich diese Vorsätze auch schaffen kann. Also es sollen keine Challenges dabei sein, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind und es sollen auch keine Vorsätze sein, die total überflüssig sind, weil die eh eingehalten werden. Deswegen habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, mal wieder in mein Buch der Bücher. Und ja, also es wird wieder ein ziemliches Labervideo, wo ich euch jetzt keine expliziten Bücher zeigen werde. Das kommt dann in den nächsten Videos, das erzähle ich euch dann aber auch noch. Wir fangen mit dem für mich wichtigsten Thema an und das ist für mich der Sub. Meine ungelesenen Bücher sind ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, den Rückblick auf 51 angewachsen und das ist mir viel zu viel. Das heißt, ich fokussiere mich jetzt bei den Vorsätzen stark auf das Verringern des Subs, also dass ich wirklich die ungelesenen Bücher, die bei mir hier rumliegen, auch wirklich lese oder sie aussortiere, mich da mehr mit beschäftige. Und da habe ich mir jetzt verschieden, da gibt es ja unglaublich viele Challenges und Spiele und die Rache des Sub und so weiter, Subpopuli und sowas. Aber ich habe mich jetzt für vier Sachen entschieden, die ich so ein bisschen mische. Ich habe vor, Pick My Sub in mein Leseverhalten mit einzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Format schon kennt, wo man sich mit einem anderen Booktuber zusammentut und dann man sich gegenseitig von seinem Sub drei Bücher aussucht. Da habe ich schon was in Planung. Dann habe ich vor, euch als Zuschauer auch mitbestimmen zu lassen, also so eine Art Voting zu machen und euch einfach so ein paar Bücher vorzustellen und ihr dürft dann abstimmen und ich muss das in einem bestimmten Zeitraum lesen. Und ich habe vor, mir Lose vorzubereiten, dass ich dann immer was ziehe und dann diese Aufgabe, die ich dann ziehe, umsetzen kann. Bei all diesen Aufgaben möchte ich darauf achten, dass es nicht zu einschränkend wird, weil ich bin ja niemand, der sich gerne Leselisten macht oder Want-to-Reads oder sich zu sehr einschränkt. Ich lese sehr gerne nach Lust und Laune und liebe es einfach, ja, ziemlich frei bei meinem Sub zu sein und einfach der Moment, wo ich ganz frei bin und mir ein neues Buch aussuchen darf, ist für mich ein sehr schöner Moment. Ich merke aber auch jetzt bei dieser Menge an Büchern, die hier bei mir liegen, dass ich mich kaum entscheiden kann, weil ich auf viele so unendlich Lust habe. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man so ein paar Entscheidungshilfen hat. Ihr werdet sehen, dass ich überall so ein bisschen mir auch Freiheit einräume, dass es nie ganz auf ein ja, Buch fokussiert sein wird, sodass ich immer noch ein bisschen das Gefühl von Freiheit habe. Wenn ich jetzt im Moment auf dieses Buch keine Lust habe, dann wähle ich mir ein anderes aus. Ja, also zu diesen Themen werde ich natürlich auch noch Videos machen, zu den Subvideos. Ich denke mal, diese Sublosung, die werde ich vielleicht dann immer in meinen Lesemonat einbauen. Oder halt ein einzelnes Video dazu machen, das weiß ich noch nicht genau, aber das werdet ihr dann ja mitkriegen. Ich wollte euch nur sagen, dass Subvoting, Sublosung und Pick My Sub sich immer so ein bisschen abwechseln werden. Also ich werde jetzt nicht jeden Monat eine Sublosung oder Subvoting machen, sondern das immer so ein bisschen abwechseln, so dass ich mich immer mehr jetzt auch mit meinen ungelesenen Büchern beschäftige und somit dann vielleicht auch eher dazu greife, als Neuzugänge anzuhäufen.
Das nächste, was ich auf jeden Fall machen möchte, was immer noch mit dem Sub zusammenhängt, und das wäre sozusagen das vierte Format, ist mal zu schauen, was sind wirklich die Subleichen, die am längsten hier bei mir schlummern. Ich habe die schon rausgesucht und dazu wird es auch ein einzelnes Video geben. Ich werde euch die fünf Bücher vorstellen, die bei mir hier wirklich schon jahrelang liegen und noch nicht gelesen worden sind, aber trotzdem immer den Aussortieren standgehalten haben. Also ich habe Lust auf diese Bücher und die möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch gelesen haben. Und ja, das werde ich mir, diese fünf Bücher werde ich mir auf jeden Fall im Laufe des Jahres zur Brust nehmen. Und das ist für mich auch eine, ja, eine Challenge, die ich auf jeden Fall bestehen möchte. Ja, das ist so der Sub. Aber um auch den Sub mehr zu fokussieren zu können, muss man andere Dinge zurückschrauben. Und da sind natürlich die Neuzugänge, die man irgendwie versuchen muss, im Rahmen zu halten und dass man wieder nicht so ausufert. Im letzten Jahr habe ich gesagt, ich möchte einfach immer mehr lesen als Neuzugänge reinkommen, beziehungsweise weniger Neuzugänge anschaffen, als ich lese im Monat. Aber während des Monats kann man ja gar nicht sagen, wie viel man liest und wie viel man schafft. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen abgeändert und gesagt, ich möchte immer weniger Neuzugänge anschaffen, als im letzten Monat davor ich gelesen habe. Und zwar mindestens zwei Bücher weniger. Ich habe mir noch nicht so richtig überlegt, es wird ja sicherlich passieren, dass es mal schief geht, was ich mir da als Strafe auferlege. Oder dass ich das halt auch wirklich einhalte und dass das nicht einfach wieder über diese Anzahl rüberspringt. Es kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt tatsächlich nur ein Buch im letzten Monat gelesen habe oder zwei, dass ich mir dann eigentlich gar keinen Neuzugang anschaffen dürfte. Ich habe schon eine Strategie entwickelt im letzten Jahr, 2020, wo ich angefangen habe, wenn ich Lust hatte, mir Bücher zu shoppen, darauf auszuwählen, Bücher zu kaufen, die ich schon mal gelesen habe oder besondere Ausgaben, die ich eh in mein Regal haben wollte. Und das würde ich gerne weiterführen. Es gibt halt immer noch so ein paar Titel, die man sich wieder anschaffen möchte oder in einer bestimmten Ausgabe und die dann halt nicht auf dem Sub landen, nicht ungelesene Bücher sind, sondern einfach in die Herzenssammlung einziehen, dass ich darauf vielleicht ein bisschen ausweiche. Ja, wenn ihr Ideen habt, was ich machen soll, wenn ich das nicht schaffe in einem Monat, dann ja, ich habe schon überlegt, ob man denn noch mal ein Buch zieht für einen für den nächsten Monat oder ja, es muss halt alles irgendwie machbar sein und nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt sein, weil ja, das ist sonst frustrierend, wenn man weiß, und dann hält man sich da auch eh nicht mehr dran, wenn man weiß, es funktioniert eh nicht. Ja, aber ich will das ernst nehmen. Was ich auch neben den Neuzugängen herunterschrauben muss, aus schweren Herzens, sind die Rereads, weil ich habe das letztes Jahr und auch vorletztes Jahr gemerkt, ich lese sehr gerne Bücher, die ich liebe, nochmal oder höre sie als Hörbuch. Allerdings habe ich dadurch natürlich, verliere ich dadurch natürlich Kapazität, die ich meinen ungelesenen Büchern widmen würde, wenn ich, ja, weiß ich nicht, 10 bis 15 Bücher nochmal lese. Da könnte ich in diesem Zeitraum könnte ich halt auch 10, 15 Bücher von meinem Sub lesen. Und deswegen, ich will das nicht ganz aufgeben, aber ich möchte mir nicht so eine hohe Anzahl an Reihen und Büchern vornehmen wie letztes Jahr. Mein längerfristiges Ziel ist es tatsächlich zu sagen, ja, dass ich schon irgendwann wieder öfter Rereads mache, aber dann erst, wenn mein Sub wieder ein bisschen gering ist. Somit habe ich selber Schuld, wenn ich mir so viel anhäufe, dann muss ich das jetzt auch lesen und dann erstmal nicht auf die, ja, Lieblingsbücher zurückgreifen. Ich werde dennoch ein Want-to-Reread machen, das allerdings verbinden mit den Reihen beenden, weil manche Reihen habe ich halt noch nicht beendet oder fortgeführt und müsste jetzt erstmal die ersten Bände wieder auffrischen. Und das wären dann ja auch Rereads und damit, das möchte ich so ein bisschen damit verbinden, mir da aber keine große Anzahl vornehmen, sondern wirklich ja, eine Anzahl, die ich bewältigen kann und dennoch mich hauptsächlich auf meinen Sub fokussieren kann. Ja, wenn man mal in Zahlen spricht, ich habe ja 51 Bücher. Ich hatte erst aufgeschrieben, dass ich unter 40 komme, aber ich möchte doch die Stange noch ein bisschen höher legen, die Ansprüche, und möchte gerne unter 30 kommen. Ja, das sind 21 Bücher, die irgendwie sinken müssten und ja, da müsste ich doch ganz schön ranrauschen und wirklich mich bei den neu
Einzügen zusammenreißen. Aber es soll ja auch ein bisschen herausfordernd sein und das ist auf jeden Fall möglich, 20 Bücher runterzugehen. Das ist möglich. Ja, und allgemein möchte ich einfach mehr lesen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, 66 Bücher im Jahr 2021 zu lesen. Ich habe ja im letzten Jahr nur 55 Bücher erlebt und davor waren es 84, aber die Jahre davor waren es immer so um die 60 und ich dachte, okay, dann gehst du jetzt ein bisschen höher und ich dachte, so eine Schnapszahl ist doch was ganz Schönes, 66. Ich habe auch kurz an 70 gedacht. Vielleicht erhöhe ich das noch mal ein bisschen, wenn man nach einem halben Jahr noch mal so ein bisschen zurückblickt. Aber ich denke mal, 66 ist schon ein ganz gutes Ziel, das man auch erreichen kann, ohne sich irgendwie zu stressen. Ja, das waren so meine Leseziele, die ich habe. Also Sub-verringern, mehr lesen, Reihen beenden und Want to Reread. Die beiden letzteren werde ich halt noch mal in ein Video vereinen und euch dann die Bücher auch wirklich vorstellen, die ich mir vorgenommen habe. Und dann habe ich mir aber auch noch ein bisschen was für mein Booktube-Verhalten überlegt, was ich ein bisschen verbessern möchte. Ich möchte die Qualität meiner Videos ein bisschen verbessern. Ich habe mir ein neues Schnittprogramm geholt. Wollte halt so ein bisschen vom Movie Maker weg, weil ich komme damit echt gut klar und ich brauche auch nicht viel Schnickschnack. Allerdings wird da halt einiges verwehrt, was man machen könnte, wenn man ein anderes Schnittprogramm hat. Und deswegen, weil ich halt ein bisschen bequem bin, die letzten Jahre gewesen bin und Schneiden jetzt auch nicht das ist, was mich total erfüllt und mir total Spaß macht, möchte ich mir jetzt aber ein bisschen in den Hintern treten und mich an ein neues Schnittprogramm wagen. Ich habe mich schon bei meinen BookTube-Kollegen ein bisschen informiert, was man da nehmen könnte. Ich wollte dafür jetzt auch kein Geld ausgeben, aber es gibt auch ja, kostenlose Schnittprogramme, die man gut nutzen kann. Und da probiere ich mich jetzt ein bisschen aus und werde dann, ja, vielleicht schon dieses Video, ich weiß es noch nicht, dann mit dem neuen Schnittprogramm schneiden. Ich habe auch überlegt, mir ein Mikrofon anzuschaffen, weil mir oft gesagt wird, dass der Ton ein bisschen leise ist. Ich versuche den immer ein bisschen hochzuregeln, wenn ich schneide. Aber ich höre das auch. Man kann sich ja durchaus so ein Mikrofon hier ranheften. Aber was mir aufgefallen ist bei anderen Booktubern, die halt so ein Mikrofon hier an ihr T-Shirt geheftet haben, was ich nicht so schön finde, ist, dass man jedes Schluckgeräusch und jedes Rascheln der Kleidung hört. Und ja, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und deswegen, ja, werde ich es jetzt erstmal so lassen und mir ein bisschen anschauen, ob ich ja, so ein Mikrofon oder vielleicht nicht eins, was man hier ranhält, sondern eins, was vielleicht hier vorne irgendwie steht. Und das könnte ich mir noch vorstellen. Da würde ich mich dann auch noch mal ein bisschen schlau machen, wie das mit Mikrofonen ist. Ich bin halt ein sehr bequemer Mensch und das soll für mich halt immer noch Spaß bringen. Wenn ich merke, das ist mir alles zu kompliziert mit Tonspur und Videospur zu vereinen. Und ja, da muss man sich halt erstmal reinfuchsen. Aber ich habe gedacht, so ein bisschen, so nach 6 Jahren BookTube, bin jetzt hier, ja, knapp 6 Jahre auf BookTube, da kann man schon ein bisschen mehr Qualität vielleicht reinbringen. Und wie gesagt, auf jeden Fall das neue Schnittprogramm, dann kann ich halt auch Sachen einblenden und ein paar, ja, kleinere Gimmicks mit einbinden, die ich vorher nicht konnte, wo ich einfach gebunden war an den Movie Maker. Aber erwartet hier keine großartigen Schnitte und ganz tollen. Also für mich soll es immer noch ja, fokussiert auf die Bücher sein, auf die Rezension, solange man mich sieht, solange man mich in die Bücher sieht, mich verstehen kann und die Ton- und Videospur jetzt irgendwie nicht verschoben ist, sind meine Ansprüche eigentlich schon erfüllt. Aber ja, so ein kleines bisschen Niveau wollte ich schon erhöhen und deswegen das neue Schnittprogramm und eventuell ein Mikro, allerdings ja, wegen diesen Schluck- und Raschelgeräuschen ja, wollte ich nicht dieses, was zu nah am Hals ist. Ja, da werde ich mich auch noch mal ein bisschen umhören. Ja, und dann wollte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben. Das sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Ziele oder irgendwelche Vorsätze, die ich mir genommen habe, aber ich habe halt schon einige Pläne und die jetzt so im Jahr
aufkommen werden. Zum Beispiel habe ich auch noch ein kleines Videoprojekt mit den lieben Thorsten vom Kanal Toto liest vor mir. Passend zum Winter werden wir Bücher vorstellen. Was genau das ist, werdet ihr dann ja sehen. Das wird dann Ende Januar kommen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich bin im Moment total im Fieber dieser Bücher. Und ich habe auch einen eigenen Tag schon ein bisschen vorkreiert. Den hatte ich letztes Jahr schon entworfen, aber nie so richtig die Zeit dafür gefunden. Das wird jetzt im Laufe des Jahres auch kommen. Ich habe sogar noch eine Idee für einen zweiten eigenen Tag. Mal gucken, welcher zuerst kommt, auf welchen ich mehr Lust habe. Aber ja, die Ideen sind auf jeden Fall da und die Umsetzung wird auf jeden Fall in diesem Jahr erfolgen. Wir haben in unserem Buchclub All You Can Read auch einen Hangout irgendwann geplant, mal über unsere gelesenen Bücher zu sprechen, um ja einfach auch miteinander ins Gespräch zu kommen vor der Kamera und ja vielleicht so ein bisschen auch einen Rückblick zu halten. Wann genau das geschieht, weiß ich nicht. Wir haben immer nur ganz lose darüber gesprochen, ob wir vielleicht da einfach nur ein Buch besprechen werden oder mehrere Bücher aus der Vergangenheit. Das werden wir sehen, aber das ist auf jeden Fall auch irgendwann geplant. Das ist mir hier noch aufgeschrieben. Natürlich hoffe ich wieder auf tolle neue Projekte mit anderen Booktubern, die ja, wir zusammen auf die Beine stellen wollen. Ich habe natürlich jetzt auch das Pick My Sub-Format, was ich gerne auch einführen möchte mit verschiedenen Leuten und ja. Vielleicht auch irgendwelche interessanten Tauschpakete, habe ich auf jeden Fall auch Lust, wieder so ein bisschen da kreativ zu sein und sich gegenseitig zu beschenken. Also das wird es sicherlich auch geben. Ansonsten gibt es keine großartigen Änderungen auf meinem Kanal. Also es wird hauptsächlich einfach immer noch um Bücher, um Hörbücher gehen und es gibt die ganz normalen Standardformate, Lesemonate, Neuzugänge. Und so weiter und so fort. Aber ich will mir auch immer wieder neue Projekte überlegen und ich habe auch schon einige Ideen mir aufgeschrieben. Nicht zuletzt auch von euch. Ihr seid ja auch immer sehr kreativ in den Kommentaren und schreibt auch immer wieder was rein, was ihr euch wünschen würdet. Und einfach Ideen und die notiere ich mir auch immer fleißig und je nachdem, wie sehr Lust ich darauf habe und wie sehr es gerade in meinen Videoplan passt, setze ich das gerne um. Und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch einfach mal fragen, was wünscht ihr euch denn von mir? Was habt ihr irgendwas, was ihr gerne sehen wollen würdet, was gerne fortgeführt werden sollte? Oder ja, was wünscht ihr euch vielleicht auch in Hinsicht auf die Qualität? Wie gesagt, also große Sprünge dürft ihr da nicht erwarten. Ich möchte es immer noch schön einfach und bequem halten, aber so ein paar Sachen dürft ihr natürlich gerne äußern und was ihr euch wünscht, dürft ihr auch gerne schreiben. Und dann gucke ich mir das mal an, ob da für mich irgendwas Passendes dabei ist und schreibe mir das auf meine Videoplanliste. So, jetzt gucke ich hier nochmal auf meinen, in meinen Büchlein, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach so, ja, worauf ich mich auch sehr freue, was jetzt aber kein Leseziel oder kein YouTube-Ziel in dem Sinne ist, weil es einfach automatisch nebenher läuft, ist, dass ich im Jahr 2021 die 4000 Abonnenten erreichen werde. Es ist ja nicht mehr ganz so weit entfernt, also darauf freue ich mich sehr. Das ist wieder so eine Hürde, die man nimmt und worüber man sich sehr, sehr freut. Natürlich ist das nicht das Ausschlaggebendste. Eigentlich sollte man da gar nicht so sehr drauf gucken, aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Videos von mir gerne geschaut werden und dass die Videos auch nachhaltig von mir gerne geschaut werden und dass irgendjemand sich dazu entscheidet, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn ja ich diese 4000 erreiche und wir immer mehr werden auf unserer ja, kleinen Litterer-Community hier auf meinem Kanal. Ja, das waren meine Vorsätze, die ich mir genommen habe. Wie gesagt, freue ich mich auf eure Anregungen, was ihr euch wünscht. Aber mich interessiert natürlich auch, ob ihr euch irgendwelche Vorsätze vorgenommen habt, irgendwelche Leseziele oder sagt ihr, nee, sowas will ich gar nicht. Ich will ganz frei lesen und es interessiert mich auch eigentlich gar nicht, wie viel ich lese, wie groß mein Sub ist. Ich möchte einfach so dahin lesen, dahin leben in meinem Leseverhalten. Oder ihr sagt, ja, ich bin da ganz strikt, ich liebe Challenges und mache ganz viel mit und bin da sehr strikt und motiviert.
Es würde mich alles interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Und ja, dann wünsche ich uns jetzt ein wunderbares neues Lesejahr mit ganz tollen neuen Buchschätzen im Jahr 2021. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Videos. Einige habe ich euch ja jetzt schon in Ausblick gestellt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch und bin motiviert, diese Videos zu drehen und ganz tolle Bücher zu lesen. Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.